Ich möchte heute über ein ganz besonderes Pokémon sprechen. Den Fan-Favorite Gardevoir. Denn wie sich herausstellte, hat vielermanns Pokémon-Waifu, ja, ich schau dich dabei an, Daniel, nicht nur äußerst fragwürdige Fanarts, sondern auch noch einen mindestens genauso fragwürdigen Pokédex-Eintrag. Na, wen will ich eigentlich verarschen? Die Fanarts sind schlimmer. Viel Spaß mit Poképhysics! Und damit herzlich willkommen zu Poképhysics. Mal ehrlich, wer hätte damit gerechnet, dass dieses Pokémon einmal in diesem Format auftaucht? Eventuell der, die das gute Pikachu-Craft. Der, die das mich erst durch ihren Kommentar darauf gebracht hat. Auch wenn ich mir durch die vage Formulierung nicht ganz sicher bin, ob das Thema auch so gemeint war, wie ich es ausgelegt habe. Jedenfalls hat Gardevoir einen absurd lächerlichen Pokédex-Eintrag, der alles, was wir bisher behandelt haben, bei weitem in den Schatten stellt. Ich zitiere: Gardevoir kann mit psychokinetischer Energie die Dimensionen verzehren und ein kleines schwarzes Loch erzeugen. In anderen Worten, Gardevoir kann durch bloßes Nachdenken das Gewebe von Raum und Zeit dermaßen krümmen, dass ein gottverdammtes schwarzes Loch entsteht. Es ist also ein besseres Palkia. An dieser Stelle möchte ich übrigens auch nochmal Lenny V. Cate kritisieren dafür, dass er diesen Pokédex-Eintrag nicht in seiner Serie der absurdesten Einträge erwähnt hat. Ein Logok, das 100 Meter hoch springt, ist ja so viel absurder als etwas, das eine Singularität aus dem Nichts erzeugt. So, genug Flame für heute. Kommen wir doch zu dem Moment, auf den ihr alle doch so sehnlich gewartet habt. Der Physik dahinter! Nee, aber ich möchte euch warnen. Das, was folgen wird, ist nicht die einfachste Kost. Also greift lieber zu einem Glas Wasser, denn es könnte etwas trocken werden. Also, was ist denn ein schwarzes Loch überhaupt? Morgan Freeman hat es mal in irgendeiner Show auf dem Discovery Channel als einen Ort bezeichnet, an dem Gravitation frei herrschen kann. Das ist so nicht falsch, aber auch ziemlich schwammig formuliert. Naja, in diesem Video kommen wir an vier großen Wissenschaftlern nicht vorbei und Morgan Freeman ist keiner davon. Ich spreche von Stephen Hawking, Albert Einstein, Karl Schwarzschild und Sir Isaac Newton! Beginnen wir mit Newton. Wir verdanken diesem Mann eine Menge. Immerhin hat er quasi die moderne Physik begründet. Aber das nur nebenbei. Für uns wichtig ist, dass er zu der Erkenntnis kam, dass Massen aufeinander Kräfte wirken, sodass sie zueinander streben. Diese Kräfte lassen sich in Gravitationsfeldern beschreiben. Je näher du dem Zentrum einer Masse bist, desto stärker ist auch das Gravitationsfeld an der Stelle. Außerdem stellte er fest, dass die Gravitation eines Objektes mit dessen Masse zunimmt. Demnach ist die Dichte eines Objektes wichtig für die Stärke seines Gravitationsfeldes an dessen Oberfläche. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Wenn nicht, verweise ich mal auf Austin von The Game Theorists. Der hat das, glaube ich, noch ein wenig anschaulicher erklärt. Kommen wir nun zu dem Teil, an dem es lustig wird, und zu Karl Schwarzschild. Wisst ihr, um aus dem Gravitationsfeld eines Körpers zu gelangen, benötigst du die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit. Also so schnell musst du mindestens sein, um das Schwerefeld zu verlassen. Auf der Erdoberfläche liegt diese Fluchtgeschwindigkeit bei etwa 11,2 km pro Sekunde. Aber was würde passieren, wenn wir die Erde immer weiter komprimieren würden? Richtig, wir gelangen näher zum Massezentrum der Erde, das Gravitationsfeld an der Erdoberfläche wird stärker und die benötigte Fluchtgeschwindigkeit nimmt zu. Das geht dann immer so weiter, bis die Erde nur noch einen Radius von etwa 9 mm hat. Das ist nämlich der Schwarzschildradius oder auch Ereignishorizont der Erde.
Ab diesem Punkt ist die Gravitation auf der Erdoberfläche so stark, dass die benötigte Fluchtgeschwindigkeit die Marke von 300.000 km pro Sekunde erreicht, also Lichtgeschwindigkeit. Demnach kann nichts mehr, was nicht gerade ein Tachyon ist, dem Gravitationsfeld entkommen. Oder in anderen Worten, wir haben ein schwarzes Loch. Da wir jetzt wissen, was ein schwarzes Loch und was ein Ereignishorizont ist, können wir uns ja mal ein bisschen ans Rechnen machen. Leider ist der Eintrag von Gardevoir nicht gerade präzise. Technisch gesehen wäre ein schwarzes Loch mit dem Radius von einem Kilometer sogar recht klein. Aber so weit würde ich nicht gehen. Lass uns mal von einer Größe ausgehen, die gerade noch so observierbar ist. Sonst wäre es ja recht schwierig davon zu wissen. Also, wie wäre es mit einem Radius von einem halben Millimeter? Glücklicherweise ist die Formel recht einfach, denn der Schwarzschildradius RS ist gleich zweimal der Gravitationskonstante groß G mal der Masse des entsprechenden Objektes M geteilt durch die Konstante der Lichtgeschwindigkeit C zum Quadrat. Wir suchen ja die Masse des Objektes, das Gardevoir aus dem Nichts erscheinen lässt, deshalb stellen wir den Term nach M um. Also ist M gleich RS mal C Quadrat pro 2G. Ach ja, um auch doch mal die Konstanten erwähnt zu haben, C ist gleich ca. 300 Millionen Meter pro Sekunde und groß G ist gleich ca. 6,7 mal 10 hoch minus 11 Meter Kubik pro Kilogramm mal Sekunde Quadrat. Und der Radius beträgt ja, wie vorhin erwähnt, 5 mal 10 hoch minus 4 Meter. Damit haben wir alle Werte zusammen, um zu ermitteln, wie viel Masse unser liebes kleines Gardevoir mit seinen Gedanken erzeugen kann. Also, mit unserer Rechnung kommen wir auf eine Masse von ca. 3,36 mal 10 hoch 23 Kilogramm. Und ja, das ist ziemlich viel. Wie allerdings auch zu erwarten war. Aber zum Glück bin ich noch nicht fertig. Denn meine Formulierungen waren bisher nicht zu 100% korrekt, womit wir zu unserem guten alten Kollegen Albert Einstein kommen. Ich habe vorhin etabliert, dass zwei Massen aufeinander eine Kraft ausüben. Technisch gesehen ist das auch korrekt, bloß im Vergleich zu dem, wie Einstein es formulierte, doch eher unpräzise und für die klassische Mechanik geltend. Einstein ging so weit, dass Masse und jede andere Form von Energie die Raumzeit um sich herum krümmt und dass dann andere Energieanhäufungen sozusagen in die Krümmung hineinfallen und umgekehrt. Und warum erzähle ich euch das? Nun, im Pokédex-Eintrag steht nichts davon, dass Gardevoir Masse heraufbeschwören kann, es ist bloß die Rede von einer psychokinetischen Energie. Also stelle ich mir die Frage, wie viel dieser psychokinetischen Energie es aufbringen muss, um eine Raumzeitkrümmung hervorzubringen, die der eines schwarzen Lochs mit einem Radius von 0,5 mm gleichkommt. Oder auch, was ist das Energieäquivalent von 3,36 mal 10 hoch 23 Kilogramm? Von der Formel, die wir für diese Rechnung benötigen, habt ihr bestimmt schon mal gehört. E ist gleich m mal c Quadrat. Oder auch Energie ist gleich Masse mal die Konstante der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Diese Konstante hatten wir vorhin schon mal, sie liegt bekanntlich bei ca. 300 Millionen Metern pro Sekunde. Also denn, quadrieren wir diese Zahl und multiplizieren sie mit 3,36 mal 10 hoch 23 Kilogramm. Und wir erhalten einen Wert von 3,02 mal 10 hoch 40 Joule. Also eine 3 mit 40 Nullen. Das sind 30 Billiarden Jottajoule. Zum Vergleich, der Weltenergiebedarf im Jahr 2008 lag bei 512 Petajoule. Das sind 23 Zehnerpotenzen weniger als das, was Gardevoir mal eben so hindenkt. In TNT-Äquivalenten sind das 7,25 mal 10 hoch 21 Kilotonnen TNT. Die stärkste je gezündete Wasserstoffbombe war die AN-602, oder auch Saar-Bomber genannt. Diese Bombe kam auf lediglich 6 mal 10 hoch 4 Kilotonnen Sprengkraft.
Nun aber zum großen Finale. Ich möchte nämlich noch den vierten großen Wissenschaftler im Bunde konsultieren, Stephen Hawking. Dieser hat die Theorie der Hawking-Strahlung aufgestellt. Diese Strahlung entsteht durch virtuelle Teilchen in der Nähe des Ereignishorizontes. Was sind virtuelle Teilchen? Gut, dass ihr fragt. Durchgehend entstehen Teilchen, quasi aus dem Nichts. Allerdings ist es immer ein Teilchen und ein entsprechendes Antiteilchen, so dass die Gesamtenergie des Systems, in diesem Fall das Universum, sich nicht ändert. Diese Teilchen löschen sich in der Regel auch sofort gegenseitig aus, es sei denn, sie befinden sich in der Nähe eines Ereignishorizonts. In dem Fall kann es passieren, dass das Antiteilchen ins Schwarze Loch gerät, während sich das andere Teilchen vom Schwarzen Loch entfernt. In diesem Fall führt das Antiteilchen beim Schwarzen Loch zu einem Verlust von Energie, sprich Masse, und das andere Teilchen bescheint als Strahlung die Umgebung. Diese Strahlung wird dann im Allgemeinen Hawking-Strahlung genannt. Lustigerweise treten virtuelle Teilchen umso häufiger auf, je kleiner das Schwarze Loch ist. Also je kleiner das Schwarze Loch, desto kurzlebiger ist es auch. Dementsprechend sollte das Schwarze Loch von Gardevoir nicht sonderlich lange halten. In der Zeit bis zu seinem Verschwinden gibt es jedoch die vollen 30 Milliarden J-Joule an Strahlung, welche ein volles Spektrum von Infrarot bis Gamma beinhaltet, ab. In anderen Worten, alles und jeder, der sich in der Nähe von diesem Ereignis befindet, wird bis zur Unkenntlichkeit ionisiert und verbrannt. Also, ich würde davon absehen, ein Gardevoir zu trainieren, zumal es auch ziemlich teuer im Unterhalt sein muss. Wie gesagt, die Gesamtenergie eines Systems lässt sich nicht ändern, also muss die Energie, die es dafür einsetzt, auch irgendwo herkommen. Aldo in my ass! Vielmehr Gardevoir, die Weltenfresserin! Did you just assume my gender? So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und hattet auch ein wenig Spaß. Den Rest kennt ihr ja bereits. Bis zum nächsten Mal. Ciao.